Plastik im Korb. Oasis im Korb. Wasser in Oasis. Ja, li, hallo. Ich bin's wieder, der Blumenmann. Und ich habe gedacht, heute will ich euch zeigen, wie wir ein schönes Blumengesteck in ein Körbchen machen. Und warum mache ich da ein Plastik rein? Natürlich, weil sonst nicht garantiert ist, dass das Wasser schön im Platz im Körbchen bleibt, weil das Plastik, das ist manchmal nicht ganz dicht. Und damit wir sicher sind, dass das Körbchen auch heil beim Empfänger, bei der Empfängerin ankommt, nehmen wir hier so von diesem Bast und fixieren den Steckschwamm mal ein wenig. So. Und nun können wir auch schon starten mit den wunderschönen Blumen. Und zuerst machen wir mal die Abdeckung des Körbchens. Das heißt, wir stecken da jedes Blatt mal einzeln schön in diesen Korb rein, so dass wir auf der sicheren Seite sind, dass dieses Körbchen auch heil am Empfängerort ankommt und dass am Schluss kein Grünmaterial, kein Grün vom Oasis mehr ersichtlich ist. Ich hoffe, du liebst so Blumenarrangements mit ganz vielen verschiedenen Blüten. Hier haben wir so wunderschönen wilden Helleborus, eine Lenzrose. Das sieht doch auch schon wieder wunderschön aus. Dann haben wir da so die Efeublätter, die kann man auch in der Mitte der Kreation einfach mal hinstecken. So. Du siehst, nun haben wir eigentlich alles schon schön abgedeckt, die gröbsten Stellen mal zugetan, und ich verwende da immer sehr, sehr gerne noch von der Kokosfaser ein wenig als Abrundung. Da kann man auch Sisalfaser nehmen. Man kann da auch zum Beispiel die Lanziamoos nehmen, man kann zum Beispiel auch Mühlenbeckia-Holz nehmen, da kannst du alles nehmen, was du gleich zur Hand hast, zum Abdecken vom Rand vom Blumengesteck. Dann ist wichtig, dass du ab und an auch mal schnell ein Grünmaterial oder eine Blume in das Faserteil reinmachst, so dass du das Gefühl hast, ja, es bleibt dann schön stabil in der Kreation drin. Jetzt kommen wir zu den Blumen. Wir nehmen mal hier eine Rose. Dann habe ich da so einen schönen Abschnitt Phalaenopsis Orchidee. Dann haben wir da Bartnelken. Die Bartnelken-Saison ist auch langsam gestartet. Die sind immer wunderschön. Die Bartnelken sind auch toll. Sie haben so eine schöne Fläche. Da kann man wirklich gut einfach mal ein Teil schön abdecken. Dann habe ich da eine tolle Fräsie. Die Kundin hat geschrieben oder gesagt, ja, sie möchte das wirklich, es ein blumiges Gesteck gibt, nicht zu viel Grünmaterial. Und da schauen wir jetzt drauf, dass wir da wirklich am Schluss eine blütige, nicht eine zu grüne Geschichte haben. Wir da ein schönes Talinum. Das liebe ich so unglaublich. Das ist wirklich was vom Tollsten. Diese feinen Bällchen, fast eine Beerenart. Sehen wunderschön aus. Nehmen wir noch eine zweite Rose rein. Schöne Astromeria, die kann man super gut da so rausknipsen. Inka-Lilie auch genannt, etwas Blumiges, wo es das ganze Jahr gibt. Dann haben wir da eine schöne Caspedia, die auch wunderschön, wenn sie gefärbt sind, diese Blüten. Dann packen wir da
eine schöne Cymbidium-Orchidee rein. Die hat jetzt einen relativ langen Stiel. Dadurch geht das ohne Plastikröhrchen. Jetzt muss ich da etwas ändern. Ich muss da die Gelbmini hier reinmachen und die Fräsie machen wir da rein. Weißt du warum? Wir hätten sonst da so zwei dominante Blüten gleich nebeneinander gehabt und das hätte nicht toll ausgesehen und dadurch muss man manchmal ein wenig den Plan ändern und flexibel bleiben. So, du siehst nun, auf die Schnelle haben wir so ein blumiges, schönes Arrangement in leuchtenden Farben kreiert. Ich hoffe, es gefällt dir, es macht dir Spaß und damit es länger bleibt, gibst du alle ein bis zwei Tage etwas Wasser in den Korb rein, damit die Steckmasse nicht austrocknet und ja, dann haben wir da so rund ein bis zwei Wochen Freude an dieser Kreation. Schreib mir in die Kommentare rein, welche Blüte, die da eingearbeitet ist, dir am besten gefällt, ob es die Rose, die Germini, die Orchideen sind oder auch die Helleborus, Fräsie oder die unscheinbare Craspedia. Ich bin gespannt, was dir am meisten gefällt und ich hoffe ganz fest, es hat dir einfach Spaß gemacht und dich inspiriert. Wenn ja, dann lass sowieso einen Daumen nach oben für den Blumenmann da. Dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg. Bis zum nächsten Mal wieder.